Die Aktie des deutschen Dividendenaristokraten Fresenius hat sich seit dem Jahr 2017 mehr als halbiert. Doch ist die Aktie jetzt kaufenswert oder sollte man mit einem Einstieg lieber noch warten? Das und noch viel mehr erfährst du in diesem Video. Check the mic and make sure it sound right, boys. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Bestinvest. Mein Name ist immer noch Stefan und bevor es gleich mit der Analyse losgeht, bitte ich dich, diesen kurzen Disclaimer wahrzunehmen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageberatung oder Empfehlung, sondern lediglich um meine eigene persönliche Meinung. Dann starten wir auch direkt mit dem Unternehmensporträt. Die Fresenius SE wurde bereits im Jahr 1912 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Bad Homburg vor der Höhe. Das Unternehmen kann der Branche Gesundheitswesen, Medizintechnik und Pharma zugeordnet werden. Es beschäftigt über 300.000 Mitarbeiter und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt über 20 Milliarden Euro. Nachdem die Fresenius-Aktie sich von den Tiefs in der Finanzkrise im Jahr 2008 bzw. 2009 wieder deutlich erholt hatte und von knapp 10 Euro auf über 80 Euro stieg, ist diese seit dem Jahr 2017 wieder auf unter 40 Euro gefallen. Also hat sich mehr als halbiert. Man sieht im Chart schön, dass es schon zweimal solche starken Rückgänge gab bei der Fresenius-Aktie. Einmal in der Finanzkrise 2008-2009 und dann nochmal im Jahr 2001-2002, also kurz nach der Dotcom-Blase. Ob Fresenius sich diesmal wieder so gut erholen kann, wie nach diesen letzten zwei Einbrüchen, wird sich noch zeigen. Fresenius ist einer der sehr wenigen deutschen Dividendenaristokraten, und hat für dieses Jahr die 28. Dividendenerhöhung in Folge vorgeschlagen. Das Dividendenwachstum der Vergangenheit ist auch sehr beeindruckend, mit über 15% pro Jahr. Bevor wir auf die Geschäftszahlen von Fresenius eingehen, möchte ich gerne noch die einzelnen Geschäftsbereiche von Fresenius kurz vorstellen. Der größte Geschäftsbereich von Fresenius ist Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care stellt Produkte für Nierenkranke her und bietet Dienstleistungen für diese an. Außerdem betreibt FMC über 4000 Dialysezentren und betreut über 346.500 Dialysepatienten. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen rund 54 Millionen Dialysebehandlungen durchgeführt. Der nächste Bereich ist Fresenius Kabi. Dieser stellt Produkte für kritisch und chronisch Kranke her. Darunter zählen zum Beispiel generische Arzneimittel, Infusionstherapien, klinische Ernährung plus die dazu notwendige Medizintechnik zur Applikation. Im Jahr 2019 hat der Geschäftsbereich das erste Biosimilar in seine Produktpalette eingeführt. Der nächste Geschäftsbereich unter dem Fresenius-Dach ist Fresenius Helios, Europas führende private Klinikgruppe. Helios ist der größte private Krankenhausbetreiber in Deutschland und Spanien und behandelt im Jahr in etwa 20 Millionen Patienten. Zu guter Letzt gibt es dann noch Fresenius Vamed, welche Projekte und Dienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen anbieten. Fresenius Vamed erbringt weltweit technische Dienstleistungen für 820 Gesundheitseinrichtungen mit insgesamt über 207.000 Betten. Man sieht also, dass es sich bei Fresenius wirklich um einen riesigen Konzern handelt, der über 300.000 Mitarbeiter beschäftigt. Fresenius Medical Care ist sogar selber an der Börse gelistet und ist auch im DAX vertreten. 49% der gesamten Fresenius-Umsätze entfallen auf Fresenius Medical Care, 27% auf Fresenius Helios, 19% auf Kabi und nur noch 6% auf Fresenius Vamed. Insgesamt erzielt Fresenius 44% seiner Umsätze in Europa, 41% in Nordamerika, in Asien-Pazifik werden 10% der Umsätze erzielt, in Lateinamerika 4% und in Afrika nur noch 1% der gesamten Umsätze. Somit entfallen allein 85% der Umsätze auf die Regionen Europa und Nordamerika. Bevor wir uns die Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie die Bewertung der Fresenius-Aktie anschauen, noch ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich würde dich bitten, wenn dir der Inhalt auf diesem Kanal und dieses Video hier gefällt, einen Daumen nach oben dazulassen und meinen Kanal zu abonnieren sowie die Glocke zu aktivieren. So verpasst du keins meiner neuen Videos. Vielen Dank schon mal. Die Umsatzentwicklung von Fresenius sieht eigentlich wirklich relativ vorbildlich aus. Erzielte man im Jahr 2014 noch Umsätze von 23,46 Milliarden Euro,
lagen die Umsätze im Jahr 2020 bereits bei 36,28 Milliarden Euro. In diesem gesamten Zeitraum gab es lediglich ein Jahr, in dem der Umsatz rückläufig war, nämlich vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018. Ansonsten stieg der Umsatz jedes Jahr. Kommen wir nun noch ganz kurz zu der Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche. Die organische Umsatzentwicklung von Fresenius Medical Care sieht wirklich gut aus, auch wenn der Trend ein wenig rückläufig ist. Wobei die Zahlen für 2020 natürlich auch mit Vorsicht zu genießen sind, aufgrund der Corona-Pandemie. Auch Fresenius Helios kann noch ein moderates organisches Umsatzwachstum vorweisen, welches in der Regel die letzten Jahre immer über 3% lag, sogar meistens bei 4-5%. Fresenius Kabi, welches meiner Meinung nach der Geschäftsbereich mit dem größten Wachstumspotenzial ist, konnte die letzten Jahre auch ein gutes organisches Umsatzwachstum erzielen. Im Jahr 2016 lag dieses bei 5%, in den Jahren 2017 und 2018 bei 7% und 2019 sowie 2020 immerhin noch bei 4%. Bei Fresenius Vamed sieht das Bild ein bisschen anders aus als in den anderen Geschäftsbereichen. Hier hat man im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 8% verzeichnen müssen, während die Jahre 2018 und 2019 wirklich sehr stark waren. Diese Schwankungen hängen natürlich vom Projektgeschäft von Fresenius Vamed ab. Die Frage, die sich jetzt einem natürlich stellt, ist, warum hat die Aktie denn seit 2017 sich mehr als halbiert? Ich meine, allein umsatzseitig sieht doch alles top aus. Nun ja, der Umsatz ist eine Sache, doch schauen wir uns doch mal die Gewinnentwicklung der letzten Jahre an. Geht man hier wieder vom Jahr 2014 aus, kann auch die Gewinnentwicklung sich eigentlich wirklich sehen lassen. Während die Gewinne im Jahr 2014 bei 1,07 Milliarden Euro lagen, lagen diese 2020 schon bei 1,71 Milliarden Euro, also wirklich einer starken Steigerung eigentlich. Doch wie wir sehen, sind seit dem Jahr 2018 die Gewinne jedes Jahr gesunken. Die Gewinne des Jahres 2020 lagen sogar unter den Gewinnen des Jahres 2017. Trotz der Tatsache, dass die Umsätze sich im Zeitraum von 2017 bis 2020 um etwa 2,4 Milliarden Euro erhöht haben, ist der Gewinn im selben Zeitraum, also um ungefähr 100 Millionen Euro, gesunken. Mit diesem Gewinnrückgang lässt sich natürlich auch der Rückgang des Aktienkurses teilweise erklären. Fresenius scheint also ein Problem mit der Profitabilität zu haben. Deshalb wollen wir uns diesbezüglich mal ein paar Kennzahlen anschauen, bevor wir zur endgültigen Bewertung der Aktie kommen. Als erstes möchte ich kurz einen Blick auf die EBIT-Marge werfen und wie man in diesem Diagramm eindrucksvoll sieht, ist diese seit dem Jahr 2016 einfach jedes einzelne Jahr in Folge gesunken. In Summe um insgesamt 1,9 Prozentpunkte von 14,6% auf nur noch 12,7% im Jahr 2020. Auch die Entwicklung der Eigenkapitalrendite nach Steuern sieht relativ bescheiden aus. Diese ist seit dem Jahr 2017 ebenfalls rückläufig und ist in diesem Zeitraum von 13,3 auf 10,6% gesunken. Seit dem Jahr 2016 liegt der Rückgang bei 1,7 Prozentpunkten. Auch die Entwicklung der Rendite auf das investierte Kapital lässt wenig Grund zur Freude übrig. Auch diese ist vom Jahr 2016 an in Summe um insgesamt 2 Prozentpunkte rückläufig. Doch woran liegt dieser Rückgang der Profitabilität? Meiner Meinung nach ist ein Grund dafür die extrem schnelle Expansion der letzten Jahre. Schaut man sich mal die Entwicklung der Mitarbeiterzahl an, so hat Fresenius im Jahr 2010 noch 137.000 Mitarbeiter gehabt und im Jahr 2020 bereits 311.000 Mitarbeitern. Das ist ein Zuwachs von fast 175.000 in nur 10 Jahren. Dieser ist natürlich auch zum Großteil durch Übernahmen erfolgt. Die Integration solcher Übernahmen, worunter auch einige große waren, ist natürlich nicht immer einfach und so kann es durchaus sein, dass über längere Zeit einfach die Margen darunter leiden, bis das Geschäft wirklich vollständig integriert ist und es dann vielleicht sogar zu einer Steigerung der Profitabilität durch Synergieeffekte kommen kann. Durch die zahlreichen Übernahmen der letzten Jahre ist im Übrigen auch der Goodwill in Fresenius Bilanz beträchtlich angestiegen. So weit, so gut. Doch was erwartet Fresenius selbst für das Jahr 2021 von der Profitabilität? Laut Ausblick von Fresenius soll der Umsatz in diesem Jahr im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, wohingegen der Gewinn lediglich stabil bleiben soll. Das heißt, auch im Jahr 2021 erwartet Fresenius eher einen Rückgang der Margen als eine Verbesserung.
Kommen wir nun zur Bewertung der Fresenius-Aktie. Der aktuelle Kurs der Fresenius-Aktie liegt bei 36,20 €. Die Marktkapitalisierung beträgt 20,13 Milliarden Euro. Der Umsatz im Jahr 2020 lag bei 36,28 Milliarden Euro und damit 2,5% über Vorjahr. Der Gewinn im Jahr 2020 lag bei 1,71 Milliarden Euro und damit 9,4% unter dem Vorjahresgewinn. Das KGV beträgt aktuell 11,8 und erscheint damit im Vergleich zu dem durchschnittlichen KGV der letzten 5 Jahre, welches bei 19,64 war, ziemlich günstig. Auch die aktuelle Dividendenrendite von 2,43%, welche deutlich über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre, welcher bei 1,27% lag, liegt, deutet auf eine deutliche Unterbewertung der Fresenius-Aktie hin. Natürlich ist diese geringere Bewertung auch gerechtfertigt, wenn man sieht, dass die Margen einfach immer weiter sinken und deutlich niedriger sind als in der Vergangenheit. Deshalb ist es natürlich die Frage, ob Fresenius es schafft, wieder zurückzukommen zu höheren Margen und somit auch wieder alte KGVs bzw. Dividendenrenditen gerechtfertigt sind. Falls dies der Fall sein sollte, dann ist die aktuelle Bewertung der Fresenius-Aktie natürlich wirklich sehr günstig. Falls dies jedoch nicht der Fall sein sollte, denke ich, ist die Bewertung der Fresenius-Aktie auch nicht wirklich teuer, denn ich meine ganz ehrlich, man hat hier einen Top-Dividenden-Aristokrat für ein KGV von 11,8 mit einer Dividendenrendite von 2,4%. Falls man hier noch nicht investiert ist, denke ich, kann man zu den aktuellen Kursen nicht wirklich viel falsch machen. Dies ist natürlich aber nur meine Meinung und du solltest dir auf jeden Fall selbst ein Bild von der Fresenius-Aktie machen. Gerade durch die relativ hohen Verbindlichkeiten, welche ich in diesem Video nicht erwähnt habe, und den relativ hohen Goodwill bestehen natürlich auch Gefahren. Doch kommen wir nun zu meinem abschließenden Fazit zur Fresenius-Aktie. Das Umsatzwachstum von Fresenius ist weiterhin intakt. Fresenius ist ein solider Dividendenwert und ist relativ gering bewertet. Ein weiterer Vorteil ist, dass Fresenius in überwiegend regulierten Märkten unterwegs ist, was den Markteintritt für neue Wettbewerber teilweise relativ schwierig macht. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Kostensenkung und Nutzung von Synergieeffekten aus den vergangenen Übernahmen. Damit sollte die Profitabilität wieder steigen und somit wäre auch die historische Bewertung der Aktie wieder gerechtfertigt und es könnte zu deutlichen Kursanstiegen des Papiers kommen. Als Nachteil habe ich die Gefahr von Abschreibungen durch den relativ großen Goodwill, niedrige und sinkende Profitabilität, Gefahr durch Regulierungen durch Regierungen. Unter anderem ist hier ein Stichwort die Pflegekräftequote oder die Gehälter allgemein in der Pflegebranche, sowie der allgemeine Kostendruck im Gesundheitssystem. Letztendlich wird aber alles davon abhängen, ob Fresenius es irgendwie schafft, seine Margen wieder zu steigern. Falls ihnen dies gelingt, bestünde wirklich massives Upside-Potenzial bei der Aktie. Falls nicht, dann würde die Aktie vermutlich eher ein wenig vor sich hindümpeln. Und man hätte einen netten Dividendenwert mit 2,4% Dividendenrendite in seinem Depot. Ich bin wirklich gespannt, wie es hier weitergeht bei Fresenius, doch das alles wird uns wohl nur die Zukunft zeigen. Zu guter Letzt interessiert mich natürlich noch eure Meinung. Wie fandet ihr dieses Video? Wie findet ihr die Länge dieser Analysevideos? Gibt es Punkte, auf die ich mehr eingehen soll, die ich weglassen soll, die ich anders gestalten soll? Eure Meinung dazu würde mich gern mal interessieren. Und natürlich auch eure Meinung zur Fresenius-Aktie. Habt ihr das Papier im Depot? Plant ihr das Papier zu kaufen oder haltet ihr nichts von der Fresenius-Aktie? Lasst doch mal ein paar Kommentare da und ich bin gespannt auf eure Meinung. Wenn dir das Video gut gefallen hat, dann würde ich dich bitten, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen und meinen Kanal zu abonnieren, falls du dies noch nicht getan hast. Vielen Dank dafür schon mal und bis zum nächsten Mal. Ciao!